Hey Leute, der Mac Pro ist immer noch in jeder Munde. Das Internet ist voll mit Dingen, was man alles machen kann, was man nicht machen kann. Und vieles davon ist widersprüchlich. Wir bei Gravis haben uns zur Aufgabe gemacht, alles mal durchzuchecken. Was geht nicht, Fakten. Darum geht's in diesem Video. Hoppala. Für diejenigen von euch, die das erste Video nicht gesehen haben, ganz kurze Zusammenfassung. Der 2019er Mac Pro ist ein unfassbar modularer Mac. Ihr könnt sehr, sehr viel aufrüsten, zusätzlich einbauen nach Herzenslaune. Arbeitsspeicher, Prozessor, Grafikkarte, SSD, normale Festplatten. Vieles geht und jetzt kommt's, aber nicht alles so, wie wir uns das vorstellen und wie es im Internet steht. Wir haben alles durchgeprüft, alles getestet und ich zeige euch jetzt, was wirklich funktioniert. Als allererstes die SSD. Das ist das, was die meisten von euch wissen wollen. Kann man die aufrüsten? Die Original-Apple-SSD? Jein. Man kann die aufrüsten, sie muss aber danach angelernt werden, weil sie sich hinter dem T2-Sicherheitschip verbirgt und daher speziell verschlüsselt ist und der Mac nicht hochfährt, wenn ihr einfach nur die SSD umsteckt. Ist auch ein proprietärer Anschluss. Das heißt, diese SSDs sind nicht unbedingt günstig. Viel einfacher und günstiger und nicht unbedingt langsamer geht es mit so einer Karte. Hier haben wir zum Beispiel eine Adapterkarte NVMe zu PCI Express. Die Geschwindigkeiten, die wir hier in den Tests mit dieser einzelnen SSD erreicht haben, lag bei 3000 MB pro Sekunde. Lesen und schreiben. Braucht sich wirklich nicht verstecken hinter den Werten, die die Original-SSD hier hat. Je nachdem, welche Größe ihr zum Beispiel nehmt, kann es sogar sein, dass die Apple-SSD sogar langsamer ist. Es gibt noch weitere Karten. Da gibt es Karten, da könnt ihr 4 oder 8 solcher SSDs in einem Verbund aufschalten. Und da könnt ihr zum Beispiel 8 Terabyte SSD-Speicher nehmen oder 16 Terabyte SSD-Speicher nehmen. Intern und super schnell. Also von mir ganz klar, ja, SSD geht. Wenn auch mit kleinen Vorsichtsmaßnahmen. Neben der SSD werden wir auch ganz oft gefragt, wie viel Arbeitsspeicher kann ich in meinem Mac verbauen? Beim Mac Pro sind bis zu 1,5 Terabyte möglich. Achtet einfach darauf, dass ihr hier auch wirklich genau die Menge dazu kauft, die ihr auch wirklich für eure Projekte benötigt. Denkt bitte daran, viel hilft nicht viel beim Arbeitsspeicher. Das heißt, nur einfach herumliegender Arbeitsspeicher bringt euch nicht automatisch mehr Performance. Solltet ihr aber 1,5 Terabyte zwingend benötigen, dann braucht ihr dazu auch mindestens einen 24-Kern-Prozessor. Grafikkarten. Neben dem Prozessor die wichtigste Komponente in einem Mac, wenn es um das Thema Leistung geht. Wir haben mal ein bisschen durchprobiert. Ganz schnell für euch, wenn ihr den Mac bestellt, dann müsst ihr euch entscheiden. Basismodell, da gibt es die 580X. Die reicht, um den Desktop darzustellen und so ein paar kleine Minispielchen oder mal ein bisschen arbeiten mit Fotos, das geht schon, ja. Aber wenn es um professionellen Videoschnitt gibt, da geht dem Ding schon schnell die Puste aus. Ihr könnt euch eine Vega 2 bestellen, das geht auch, oder bei Apple eine 5700 XT. Das Ganze sind dann MPX-Grafikkarten, das heißt, die werden über die 3 ultraleisen Lüfter gekühlt. Günstiger geht es mit einer solchen Grafikkarte. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass ihr dazu noch unbedingt Stromkabel benötigt, dann könnt ihr so eine Grafikkarte hier einbauen und ordentlich Geld sparen. Was nicht geht, da müsst ihr auch wirklich aufpassen, sind ganz spezielle hochgezüchtete Grafikkarten, wie hier zum Beispiel die von Sapphire, die Vega 64 in einer übertakteten Variante. Wir haben festgestellt, also mit Ach und Krach kriegen wir sie hier rein und die läuft auch, das ist jetzt nicht das Problem, aber sie ist so unfassbar eng dort, also da zerkratzt ihr euch wirklich das Innenleben. Achtet also beim Kauf unbedingt auf die Länge der Grafikkarte, sie darf hier vorne einfach nicht überstoßen. Einige von euch werden sich jetzt sicherlich fragen, wenn das also günstig geht, warum sollte ich mir dann bitte von Apple eine teure MPX-Karte holen? Das will ich euch erklären und das ist tatsächlich auch sehr gut begründet. Das Geheimnis hier ist die Art, wie die Karte gekühlt wird. Die MPX-Karte wird von den leisen Lüftern des Mac Pros, die direkt im Gehäuse verbunden sind, mitgekühlt und tatsächlich auch so kühl gehalten, dass sie unter Volllast weiterarbeiten kann. Das haben wir wirklich getestet. Die wird auch sehr warm, aber nie so warm, dass sie irgendwie gebremst wird. Bei der Karte ist das genauso. Die wird auch warm. Die wird auch nicht gebremst. Der Unterschied ist aber, die beiden Lüfter, die hier drauf sind, die werden tatsächlich laut. Hörbar laut. Während der Mac Pro mit einer MPX-Karte, also tatsächlich unter Volllast, leise läuft, habt ihr hier eine Karte, die ähnliche Leistung oder in diesem Fall sogar deutlich mehr Leistung bietet, aber halt auch tatsächlich laut wird. Ob euch das stört oder nicht, das kann ich nicht entscheiden. Aber für diejenigen von euch, die sagen, die Lautstärke ist mir gar nicht so wichtig, das Ding steht vielleicht nur in der Ecke bei euch, könnt ihr hier bares Geld sparen.
Kommen wir nun zum Herzstück eures neuen Mac Pro, dem Prozessor. Ich gehe mal davon aus, im Konfigurator sitzt ihr da und überlegt, okay, was brauche ich? Was brauche ich jetzt heute? Was brauche ich in einem Jahr? Was brauche ich in 2 Jahren? Früher war es doch tatsächlich so. Ich musste mich dann beim Kauf entscheiden, wie viel Leistung benötige ich. Und einfach aus Angst haben wir die Maximalkonfiguration bestellt. Die kostet uns aber in diesem Fall 7.000 Euro Aufpreis. Das ist nicht zwingend notwendig, denn wir haben es ausprobiert und können bestätigen, der Mac Pro lässt sich, was den Prozessor angeht, sehr wohl aufrüsten. Ihr müsst nur aufpassen. Die alte Generation von Intel, die es aktuell noch in den meisten Shops zu kaufen gibt, das ist die Skylake-Generation, die geht nicht. Wir haben also tatsächlich hier auch mal den 28-Kerner ausprobiert. Funktioniert nicht. Wir haben von den wenigen Prozessoren, die auf dem Markt erhältlich sind, einen ergattern können. Einen 16-Kerner, den haben wir hier eingebaut und konnten tatsächlich problemlos den Mac hochfahren. Gibt also Daumen hoch bei der Aufrüstbarkeit des Mac Pro. Macht euch keine Sorgen, kauft das Gerät, was ihr aktuell benötigt. Ihr seht, bei dem Mac Pro geht echt eine ganze Menge. Und wir haben euch eigentlich nur die 4 gängigsten Komponenten gezeigt. Lasst uns wissen, was der Mac Pro zu eurem Mac Pro macht und wir unterstützen euch, wo wir nur können. Apropos Unterstützung, braucht ihr unbedingt ein Pro-Display zur Unterstützung für euer Mac Pro? Nein, braucht ihr nicht. Solltet ihr euch den anschauen? Ja. Absolut, wenn ihr mit visuellem Content arbeitet, sei das Videos oder Fotos, euch erwartet ein unglaublich heller, kontrastreicher Monitor, der vorkalibriert ab Werk kommt. Gepaart mit dem Thunderbolt 3 Anschluss, der es möglich macht, die 6K, die euch bei diesem Monitor erwarten, auch flüssig darzustellen, sprich mit 60 Bildern pro Sekunde, ist das ein Monitor, den ihr euch zumindest anschauen solltet. Kommen wir nun zum Fazit. Bei dem Gerät kommen alle auf ihre Kosten. Die Profis, weil tatsächlich bei den Komponenten keine Kompromisse eingegangen wurden. Es wurde darauf geachtet, dass die aktuelle Intel-Generation verbaut wurde. Die Grafikkarten, die ihr auswählen könnt, lässt euch wirklich ganz, ganz viel Spielraum. Ihr habt die Möglichkeit, dank PCI Express-Slots ganz, ganz viel Speicher einzubauen, um zum Beispiel umfangreichen Videoschnitt direkt mit dem Gerät zu machen. Dann appelliert das Gerät auch an diejenigen von euch, die ein sehr aufgeräumtes Design mögen. Wer das Apple-Design mag, wird den Mac Pro auf jeden Fall lieben. Ihr solltet euch den unbedingt anschauen. Wir bleiben für euch am Thema auf jeden Fall dran und testen da weitere Komponenten. Wir haben ja da noch die Afterburner-Karte und diverse RAID-Karten. Die müssen da alle noch rein. Die werden wir auf Herz und Nieren prüfen und lassen euch wissen, was geht und was nicht geht. Für diejenigen, die das Gerät noch nicht testen konnten oder es noch nicht gesehen haben, schaut vorbei. In immer mehr Gravis-Filialen ist er mittlerweile verfügbar und auch ausgestellt. Selbe gilt natürlich auch für das Apple Pro Display XDR. Dieser Monitor hat es in sich. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.